ich da runterspringe, ist zu laut wahrscheinlich, oder? Ja, 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 hallo, 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 hast mich gar nicht gesehen, komm. Du hast mich doch gar nicht gesehen. Willkommen zurück zu Let's Play Sticks, Master of Shadows. Ja, das Rätsel hier im Archiv. Ich hätte es mir merken können unten, habe es aber leider nicht, darum müssen wir es jetzt leider ausprobieren. Ich habe mal getestet, also es geht kein Alarm los, wenn man das Falsche drückt. Anfangen tut es hier. Dann als nächstes hier. Dann müsste es eigentlich hier gewesen sein. Jawohl. Und als letztes hier drüben der Hebel. Hat da voll die Special Effects hier. Der Plan, ja, richtig cool, oder? Das ist mal eine Idee, um einen Plan zu verstecken. Das erinnert mich jetzt sehr stark an Assassin's Creed, an die Eden-Typen. Querberus really went all out. Kind of a bitch to get him out of here, though. Then again, that never stopped me before. Shit. There's a shortcut here that leads right to my hideout. Son of a bitch. Anyway, I better get back and study these maps more closely. Soon I'll know the atrium with the back of my knee. Hand. Was? Da geht's zum Versteck. Und auf der anderen Seite ist was? Eine Verbrennungsanlage? Wo geht's da zum Versteck? Aha. Ja, was ist das andere da hinten? Verbrennungsanlage? Ist ja doch ein Bonusziel oder so, oder? Das müssen wir doch auch irgendwie machen. Komm, wir wollen ja ein bisschen Progress. Öffne dich. So eine Haustür, ne? Das wär's. Mit Zahnrädern und so. Ach, hier. Nee. Ich dachte, hier geht's zu meinem Hideout, zu meinem Versteck. Nicht zu meinem, aber zu dem vom Styx. Da kommen wir aber auch hoch. Komm, das ist bestimmt was Verstecktes noch. Nicht. Irgendwas muss da doch sein, komm. Ist ja nicht umsonst so, oder? Naja. So. Warum gibt es auch hier so eine Verbrennungsanlage? Jetzt macht da auch keinen Sinn, oder? Jetzt checke ich gar nichts mehr. Jetzt ist eine eigene Zone, oder was? I should be able to get back to the hideout. Ach so. Okay, so war das gemeint. Ja, aber warum hat man bei einer Bibliothek nebenbei eine Verbrennungsanlage gleich gebaut? Ich meine, will man zuerst die Bücher, die mir nicht gefällt, die verbrenne ich einfach, oder? Was macht das für Sinn? From now on you have to talk nice to the root suckers. No name calling, no friendly little slap behind the head, even if they deserve it, you're gonna have to watch your step. Otherwise, it's a court martial, and all that goes with it. For those in the eye quarters, there will be less potatoes for dinner, but for us, it will be jail for sure. So get that into your skull.
Hier, einen Trank nehme ich mit. Kann ich gar nicht mitnehmen, oder was? Wo geht's da hin? Ach, da war ich schon. Gut. Gut zu wissen. Einmal im Kreis. Da geht's. Was? Nein! Da ist keiner! Ah, den krieg ich nie! Das ist ein richtiges Pech jetzt, oder? Das kann man ja nicht wissen, oder? Dass da drunter irgendwie vier Leute warten. Dann holen wir uns die Münze. Ach, die kriegen da Anschiss gerade. Nein. In die bin ich reingeplatzt. Ja, okay, da war es wohl mein Fehler. Nein. Du hast nichts gesehen, komm. Sie nannten ihn Nobody. Ja, was? Schreit er noch um Hilfe? Jetzt haben wir so eine tolle Verbrennungsanlage und ich weiß nicht, wie ich die nutzen kann. Um meine tollen Leichen zu entsorgen. Haha. So. Was ist hier drin? Oder wer ist hier drin? Aha, der repariert da gerade was, ja. Aber gleich mal gucken, ob der das richtig gemacht hat. Ja, Herr Schmied, das haben sie schön gemacht. Dafür werden sie jetzt belohnt. Mit einem schnellen Tod. Münze. Eieieiei. Die Tür muss auf. Wenn ich da runterspringe, ist zu laut wahrscheinlich, oder? Ja, hallo, hast mich gar nicht gesehen, komm. Hast mich doch gar nicht gesehen. Schwerer als ich gedacht habe. Ich soll dringend öfter zwischenspeichern. So. Das kennen wir ja schon alles hier. Hier macht die Tür auf. Ich will die Münze haben. Ja. Nein, das nicht gesehen. Da ist keiner. Guck nicht hoch. Mach deine Arbeit. Well, I
Ah, beruhigt euch wieder, Leute. Da ist nix. Ich bin nur ein kleiner Goblin. Das Messer nehme ich mit. So. Da ist keiner. Nein, er wird mich gleich sehen. Nein. Da ist auch keiner. Hast recht. Sonst gehen wir. Jo. Klingeling. Eigentlich kann ich da gleich runter. Ich brauche mit dem gar nicht zu kämpfen. Diesmal speichern wir aber hier. Komm. Dass das nochmal passiert. Licht aus. A monster. To arms. The enemy is here. There. Let's fight. Ja. So, dann gucken wir mal an, was der kleine Mr. Smith so fabriziert da drin. Den kennen wir ja schon von meinem ersten Fehlversuch. So, Arbeitsinspektion. Mr. Smith. Was machen Sie hier? Ach so. So, hier durchgehuscht schnell. Und Autospeichern. Schön. Ja. Hier ist der nächste. Die hämmern einfach sinnloserweise den ganzen Tag irgendwas. Da muss man sie mal erlösen für das Ganze. Oder belohnen oder wie ihr das nennen wollt. So. Ich speichere gleich nochmal. Auch wenn der Autosave war. Das sind zwei Wachen, oder? Nee, einer. I don't even want to think about what they're burning here. Trash, threatening letters, assassination orders, disappointing wives. Letters covered in finger marks that idiots think they're sending to their families. Unofficial history of Akinash. Bad conscience makes for damn good fuel. Ja, Astix. Hast du schon nicht recht? Vor allem das mit den Ehefrauen. Wenn ich mir die Männer hier so ansehe. Zwinker, zwinker. Kann ich den da reinstopfen? Nein. Schade, das wäre ja zu lustig, oder? Wenn da so die Leiche in dem Korb versteckt wäre. Dann schläft er jetzt hier einfach. Ach, hier hätte ich runterhüpfen können. Das Ding ist ja auch mal cool, oder? Wie hält das Gleichgewicht, Leute? Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Meiner Meinung nach müsste das Ding umkugeln, ja. Umfallen. Steck mal gleich hier. Kann ich irgendwas machen? Nee. Vergiften. Dein Ernst? Ich bin einfach reingespuckt jetzt, oder was? Boah, das müssen wir ausprobieren beim nächsten Mal. Vergiften wir einfach mal so einen Wasserkrug. Ach, da geht's lang. Da geht's lang. Hebel.
Tja, ich weiß, ich bin paranoid, aber ich speichere jetzt nochmal. Man weiß ja nie. Eine schläft und der andere schaut ihm beim Schlafen zu, oder wie? Was ist eine Arbeitsmoral? Ach komm! Hat er sich jetzt umgedreht? Machen wir nochmal. Man fliegt viel zu schnell auf bei dem Spiel. Man hat ja keine Chance. Ab und zu sind sie richtig dumm, die KIs. Ab und zu denken sie so, ja. Genau. So, wenn der vorgeht, dann schnappe ich ihn mir. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Also soll ich die Fehlversuche rausschneiden? Ich habe es jetzt teilweise rausgeschnitten, teilweise habe ich es drin gelassen. Wenn es mir zu peinlich war, habe ich es ganz weggeschnitten, aber ja. Nicht, dass ihr ja zehnmal den gleichen Part seht, ne? Immer wieder ein Versuch von mir, Versuch, Versuch, Versuch. Nie wird's was. Macht dann auch keinen Spaß irgendwie. Was könnt ihr mir in die Kommentare schreiben? Oh, was bist du? Hässlicher Krebs, ey. Aggressiv, das Ding. Bad eyes. That fucking keen hearing. These critters are a nightmare. Ah, die verlassen sich auf die Ohren. Hey, da kann man reinrotzen. Komm. Ich will wissen, was jetzt passiert. Kriegt das keiner? Echt nicht. Kein Durst. Und Leute, das beobachten wir jetzt noch, bis die Folge zu Ende ist. Ich möchte echt wissen, was da passiert jetzt. Der trinkt jetzt bestimmt was, oder? Komm schon. Jetzt. Und? Passiert ja gar nichts. LOL! Ist einfach tot. Ich dachte, er wird nur, weiß ich nicht, beduselt oder so. Ist einfach tödlich, die Stickspucke. Naja. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, liked den Part, kommentiert oder abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt und keine Folge mehr verpassen wollt von mir. Jo. Dann würde ich sagen, tschüss.